Hallo Selbstgespräch, Sprecher, Zuhörer und was auch alles in einem. Irgendwie irritieren mich schon diese Zeiten da, mit diesen vielen Veränderungen und diesem Gesundheitswahnsinn und dem, ja, keine Ahnung. Wieso? Also ich hatte noch nie wirklich das Gefühl, dass da jemand gibt, der mir was Böses will und mich zu irgendwas richtig zwingt. Und jetzt auf einmal höre ich Menschen, die wollen auswandern und was auch immer. Und Impfpflicht, Impfzwang durch die Hintertür irgendwie. Was sich reinpumpen lassen sollen, weil die Masse, die Herde sagt, ja, wir wissen, das ist gut. Naja, egal. Darum geht es ja gar nicht, sondern das Phänomen ist dann durch diese, wo das war vorher vielleicht auch schon, aber jetzt auf einmal dieses Erleben, du bist sitzt da irgendwo und dann fangen diese Gedankenströme an und du dissoziierst oder irgendwie so, du nimmst gar nicht mehr richtig wahr, dass du hier sitzt. Diese sinnliche Eindrücke von dem Körper hier, was durch die Augen einfällt, sondern der Kopf, die Gedankenströme nehmen so viel Raum ein und ziehen dich so, verwickeln dich in so eine, mich oder irgendwie die Aufmerksamkeit in so eine Parallelwelt, von der du nie, gar nicht weißt, ob sie stattfinden wird. So wie wenn du, es ist Sommer und du hast Angst, dass der Winter kalt und schrecklich wird und einsam irgendwie so und du gar nicht mehr sinnlich erfährst, wie sich's jetzt hier anfühlt. Das hatte ich vorhin und dann kam auf einmal dieser Gedanke: Wow, was? Von wo nehmen die Gedankenströme die Energie her, so viel Aufmerksamkeit zu saugen? Was gibt ihnen die Kraft, diesen Strömen oder diesen Gedanken auf einmal da so eine parallel unbefriedigende Angst oder mit Sorgen behaftete Parallelwelt zu erschaffen. Dann, diese Frage ist richtig geil so. Was gibt diesen Gedanken die Kraft? Und dann kam auf einmal dieser Gedanke und dann, hier, auf einmal habe ich das Gras in der Sonne gesehen, den Bach rauschen gehört so. Eine gute Frage. Eine gute Frage. Was gibt den Gedanken Strömen, die dich aus dem gegenwärtigen Erleben, falls es sowas überhaupt gibt, gegenwärtiges Erleben. Was gibt diesen Gedankenströmen die Kraft, die Aufmerksamkeit abzusaugen? Und da habe ich keine Antwort gefunden. Ich weiß es nicht, was gibt den Gedanken die Kraft? Nur allein, dass die Frage dann erschienen ist und ich sie stellen konnte, hatten sie schon keine Kraft. War schon eine Ablenkung. Und da frage ich mich auch öfters, was will ich? Was will ich? Will ich was oder soll ich nicht willentlich leben? Und dann war es auf einmal so, oh ja, das ist doch geil. Ja, ich will das. Ich will hier gegenwärtig sein und wahrnehmen, spüren und sehen. Ohne immer diese vielen Interpretationen und Ängste, dass man seine Schäfchen ins Trockene bringen muss und man muss irgendwo hingehen, wo es vielleicht besser ist oder wo es sicherer wäre. Ja, das ist ein netter Wunsch. Ich wünsche mir, noch mehr hier zu sein. Weil, was soll's? Klar kannst du jetzt kommen mit den, ja, das ist ja diese Jetzt-Idee, bla bla bla, im Jetzt-Sein, bla bla bla, aber fuck it, im Jetzt-Sein, wer soll im Jetzt-Sein? Das ist auch spannend, wenn, da kann ich mir gut vorstellen, wenn diese Gedanken so überhand nehmen und du nur noch da in dieser Dissoziation drin bist, in diesen Ängsten, wie
was du da für eine Angstpsychose kriegst, so wie, oh, ich habe Angst vor dem Virus, oh, ich sehe ihn zwar nicht, aber er könnte ja überall sein und ich muss mich schützen, ich muss auf das Abstand geben, ich muss mich impfen, ja, es ist gefährlich und wenn das jetzt nicht alle machen, dann bin ich immer noch gefährdet oder, ja, die, irgendwer will jetzt eine Diktatur errichten und bla 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 und das sind ja alles wieder Gedankenströme und was ist jetzt hier? What's wrong with right now? Was stimmt mit hier und jetzt nicht? Mit hier körperliches Erleben, Sinneserfahrung, Spüren, Dasein und die Gedanken auf ihren Platz verweisen? Was gibt ihnen die Energie, so in so ein entrücktes Gedankenkonstrukt da reinzuwandern? Ist das eine Fehlfunktion? So rumzuspinnen. Tiere, weiß ich nicht, ob die das haben. Die sind viel mehr da. Nur der Mensch. Ich als Mensch spinne, weil ich so viel Gedankenströme durch mich durchlassen kann. Aber mit der Frage, was gibt den Gedanken die Kraft, die Aufmerksamkeit abziehen zu wollen? Ich weiß es. Das ist gut. Ich weiß es nicht. Ja, das ist jetzt ja nur ein Video, so mein persönliches Befinden. Aber ich merke dann, wie scheiße es mir geht, wenn das so überhand nimmt, wenn die Gedanken so immer fordern und irgendwas ra, und ich gar nicht so runterfahren, gar nicht mehr wahrnehmen. Und sehe so ohne diesen krassen Filter, weil es immer so wie so eine zieht so irgendwas so weg. Und dann ist gar nicht mehr dieses Staunen da, dass du überhaupt bist oder dass hier sowas erlebt werden kann, wie Körper, sinnliche Erfahrungen, wie Holz aussieht, wie Holz sich anfühlt, wie Blätter rauschen, wie sich die Sonne auf der Haut. Ja, die Gedanken, die bauen ja solche Konstrukte auf und sind so eindringlich und tun so, als würde irgendwas passieren können, von dem du überhaupt gar nicht weißt, ob es jemals passiert. Und da einfach mal wieder sich die Frage stellen, was gibt den Gedanken die Kraft, so viel Aufmerksamkeit zu saugen? Und schon ist was passiert, dass sie nicht mehr so viel Aufmerksamkeit haben. Wahrscheinlich gibt es da noch andere Fragen und Möglichkeiten und Techniken. Und das, was ich hier erzähle, das ist überhaupt nichts Neues. Das bla bla bla. Das ist was völlig Altes. Ja, aber es wird irgendwie auch gefördert durch diese ganzen digitalen Medien. Weil es ist ja auch so eine Parallelwelt. Ständig auch den Scheiß, was ich jetzt hier mache mit dem Video. Da, als ob es da irgendwas gäbe drin. Klar kann man sich schön ablenken mit einer Serie und einem Film und was auch immer. Das ist einfach ein abgefahrenes, krasses Drogentool, sowas. Wie so eine Droge, so eine legale Droge. Nicht Geschichten reinzuziehen. Na, warum nicht? Keine Ahnung. Wen stört's? Also mich stört es halt manchmal ziemlich, wenn die Gedanken mir, also mich so, wenn da diese Ströme sind und die so viel Scheiße erzählen und irgendwas mir glaubhaft machen wollen, was gar nicht stimmt. Und dann wie so das Leben so fad und fahl und nur noch beängstigend wird, weil ich da auf irgendeinen Scheiß höre, der irgendwie nur in so einer gedanklichen Vorstellung existiert. Was mich viel mehr interessiert oder was viel erfüllender ist, wenn man schon hier ist und nicht rauskommt. Weil manchmal ist es so stressig, dass ich mir denke, ja, fuck, wenn du jetzt sterben könntest, würdest du jetzt sterben wollen? Ich, ja, wenn jetzt auf einmal Ruhe wäre und nichts mehr, alle weg, alles weg, dann wäre ich, das wäre gut, aber
Nur dass du den Gedanken hast und glaubst, du könntest jetzt sterben, heißt ja noch lange nicht, dass du stirbst. Und es gibt ja auch keine Sicherheit, dass wenn du stirbst, du nicht gleich wieder aufwachst und wieder dasselbe Dilemma da ist. Also wenn du schon hier bist, dann ist für mich diese Erfahrung der Körperlichkeit, das Tanzen mit dem Körper, Töne machen, die Natur erfahren, das ist schon geil. Nur ich kann es nicht festhalten und erlebe immer wieder, dass es einfach so krasse Schwankungen gibt. Einmal ist es, oh ja, boah, war das eine geile Musik- und Tanzsession. Das war so ekstatisch, wow, und so tief und so intensiv und so voller Erleben in so einer kurzen Zeit, so viel Verdichtung und Wellen der Sanftheit, Wellen der Ekstase und dann wieder was anderes. Es ist echt eine Sinnesflut, die da ständig strömt. Was gibt den Gedanken die Kraft, so viel Aufmerksamkeit zu saugen und eine scheinbare Parallelwelt zu erzeugen, die ziemlich fad und beängstigend ist? Oder irgendwie auch, was auch immer, keine Ahnung. Ja, da bin ich ja jetzt angelangt. Das war jetzt meine Geschichte hier. Und ich mag die Frage. Die ist gut. Was gibt den Gedanken so viel Kraft, um so viel mehr Aufmerksamkeit zu saugen, als was sie verdienen? Was gibt den Gedanken die Kraft, mehr Aufmerksamkeit zu saugen, als was sie verdienen? Selbstgespräch, bla bla bla.